Herzlich willkommen zu diesem Interview mit Manuela Komorek. Ich kenne Manuela Komorek seit zwei Jahren jetzt und wir sind sehr häufig miteinander unterwegs, weil die Themen, die uns verbinden, sind Aufstellungsarbeit und Kommunikation. Und ich möchte euch einfach Manuela vorstellen im Zusammenhang mit Aufstellungsarbeit, Systemarbeit im Zusammenhang mit Kommunikation. Und ich möchte Manuela da befragen, weshalb ist eigentlich Systemtheorie oder Systeme, weshalb sind die für uns so wichtig, wenn es um Kommunikation geht? Kannst du uns da etwas dazu sagen? Ja, erstmal hallo an alle, die hier zuhören und danke, Renata, dass du mich eingeladen hast. Es ist natürlich eine super spannende Frage und es ist meine tägliche Arbeit als Paartherapeutin, in der ja Kommunikation das A und O ist. Darum geht es sehr, sehr oft in der Beratung. Und viele erleben sich eben losgelöst als einzelnes Wesen und wollen dann als Paar vielleicht noch gerade, aber so eigentlich als wie so einzelne Wesen, wollen sie versuchen, was miteinander zu klären. Und sie stoßen manchmal an Grenzen, wo sie nicht sicher sind, wo kommen die eigentlich her? Warum verhalte ich mich immer wieder gleich? Warum kommen bestimmte Muster, die ich vielleicht auch schon aus der Kindheit kenne, immer wieder hoch? Und wie komme ich da raus? Was kann ich daran ändern? Und das ist ganz, ganz oft ist der Hintergrund, dass wir eben eingebunden sind in ein Familiensystem, aber auch in ein Gegenwartssystem. Das heißt also auch unsere Partner, mit denen wir früher zusammen waren, ich arbeite viel mit Patchwork-Paaren, spielen eine Rolle, weil wir sie quasi, weil wir mit ihnen auch ein System bilden. Das heißt, wir sind mit denen, wenn wir mit Menschen wirklich so eng zusammen waren, dass wir in einer Partnerschaft waren, dass wir vielleicht Eltern sind mit einem anderen Menschen, dann sind wir mit ihnen weiterhin verbunden. Und diese Verbundenheit, die versuchen wir gerne, weil es ja vorbei ist, vielleicht auch schwierig war, sei es mit den Eltern, sei es mit dem Ex-Partner, versuchen wir gerne zu ignorieren. Und wenn wir das tun, dann geraten wir oft in Muster, die wir nicht durchbrechen können, wo wir immer wieder das Gleiche, und das ist letztlich meine Erfahrung, es ist wie so ein Reminder, bitte stimm dem einmal zu, dass wir zusammengehören, dann kannst du dich freier bewegen. Das klingt zwar so, mit jemandem verbunden zu sein, klingt ja erstmal nicht frei, aber das ist es letztendlich, steckt da drin ganz viel Freiheit, zu sagen, okay, ich bin noch verbunden, und dieses Ja zu dieser Verbundenheit, zu den eigenen Eltern, zu Ex-Partnern, zu Kindern, bietet ganz viel Freiraum und plötzlich kann ich mich bewegen da drin, in diesem Verbundensein. Ich hoffe, das kann man verstehen, aber wir gehen da ja noch weiter. Ich finde es total interessant, weil ganz häufig kommen die Leute auch zu mir, weil sie sagen, ich bin so in Schwierigkeiten mit meiner Kommunikation, mit meinem Partner, mit meiner Partnerin. Und ganz häufig hat es ja inzwischen da ein Patchwork. Und auch wenn es das Patchwork nicht hat, ich merke zum Beispiel, dass wenn eine Frau die Eltern ihres Mannes oder umgekehrt nicht respektiert, dann kommen die in Schwierigkeiten in ihrer Partnerschaft. Dann können die nämlich nicht mehr drüber sprechen, was hier los ist. Und kannst du da noch ein bisschen was sagen über Loyalitäten? Ja, natürlich. Das ist auch ein unglaublich weites und wichtiges Feld in Paarbeziehungen, dass es erforderlich ist, letztendlich sich aus dem Dunstkreis der Eltern zu entwickeln. Das heißt, natürlich bin ich mit ihnen verbunden. Das war das, was ich erst gesagt habe, wo manche versuchen, diese Verbindung zu verneinen. Und wenn ich aber die Verbindung zu sehr noch als Kind halte, also wenn ich mich verbunden fühle, aber immer noch in so einer kindlichen Haltung. Bei meinen Eltern bin ich ja Kind, bleibe ich auch Kind. Aber dann bleibe ich es auch in der Paarbeziehung. Wenn ich diesen Schritt nicht schaffe, das werden wir gleich nochmal genauer anschauen, diesen Schritt nicht schaffe, mich herauszubewegen aus dieser Symbiose, sage ich mal, mit den Eltern. Es ist ja eine Symbiose, weil Kinder ja wirklich
abhängig sind in der Zeit. Und dann, weil wir keine Rituale haben, wie wir erwachsen werden, verpassen wir manchmal diesen Moment, dass wir jetzt erwachsen und unabhängig sind, ein Stück weit, innerhalb dieser Verbundenheit. Und wenn dann der Partner da ist, dann bekommt der in der Regel Schwierigkeiten mit den Eltern der neuen Partnerin, weil er in irgendeiner Konkurrenz steht. Und das lässt sich wunderbar sehen in den Aufstellungen, die ich mache, wo wir ganz deutlich sehen, wie weit einer noch in seinem Herkunftssystem verstrickt ist und sich da noch nicht rausentwickelt hat. Dann bekommt der Partner nämlich Stress, weil er nicht an seinem Platz als Partner steht, weil er nicht mit dem erwachsenen Partner verbunden ist, sondern letztlich ein Stück weit in dieser Konkurrenz ist. Und es geht gar nicht darum, dass der Partner was falsch macht, sondern dass wenn mein Partner Stress mit meinen Eltern hat, dann habe ich ein Problem. Okay, das ist eine ganz wichtige, Information. Ja. Und gleichzeitig erlebe ich auch, dass verschiedene Konkurrenzebenen da manchmal laufen. Ja. Dass beide nicht losgelöst sind und dann irgendwelche Vorwürfe kommen. Mhm. Und da kann man sagen, die sollen zu dir kommen, auch vor allem per Internet. Du machst das ja per Internet, gell? Mhm. Die sollen zu dir kommen und sich mal ihr System anschauen. Ist das richtig? Ja, absolut. Also wenn Sie so merken, also einmal, wenn es Schwiegereltern-Elternthemen gibt, die sich noch irgendwo einmischen, wo es stressig wird, wenn es auch, du hattest das ja auch an, deine Frage war ein bisschen anders, fällt mir gerade ein. Es ging ja um diese Achtung vor den Eltern des Partners. Das ist natürlich auch etwas Wichtiges, dass sich niemand über das System des anderen stellt, dass sie nicht sagen, na, du kommst ja aus so einer komischen Familie und unsere Familie war ja besser. Das passiert häufig, gell? Ja. Das passiert auch häufig. Das geht dann auch mit den Kindern weiter, dass sie die eine Oma lieber haben als den Opa oder weiß ich nicht. Und dann ist auch klar, okay, dann kann man nochmal genauer schauen, was ist denn da, wo gibt es da eine Herabwürdigung dessen, woher der andere kommt. Das ist so eine grundsätzliche Wertschätzung dessen, was der andere für ein System mitbringt. Denn wenn wir als Paar zusammenkommen, kommen nicht nur wir zwei Menschen zusammen, sondern es kommen zwei Systeme zusammen. Und das ist das Wichtige, was wir oft einfach nicht bedenken in Paarbeziehungen, also weil es auch niemand so richtig weiß, es beschäftigt. Mir kommt ja immer dieser Spruch in den Sinn, dass man nie nur zu zweit im Bett liegt, sondern immer mindestens zu sechst. Das finde ich einfach, das ist der beste Ausdruck, um das gleich mal so zu fixen, nicht? Also ich bin immer auch mit meinem System mit drin. Genau. Also da bist du natürlich noch auf einem anderen Feld unterwegs. Dann sprichst du dir das Thema Sexualität an, was ja auch ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist, natürlich. Und da nehmen wir auf jeden Fall auch unsere Haltung zur Sexualität, haben wir ja auch schon in der Kindheit gelernt. Und da sind wir selbstverständlich auch sehr, sehr geprägt von dem, wie haben unsere Eltern Sexualität gelebt, haben sie sich überhaupt erwähnt, gab es die. Ich habe mal jemanden gehabt, der dachte, er wäre im Labor gezeugt worden, weil er sich nicht vorstellen konnte, dass seine Eltern sowas wie Sex überhaupt haben. Also das sind so Dinge, die wir natürlich mitnehmen. Und so bewegen wir uns dann auch unserem Partner gegenüber. Es ist interessant, nicht? Wir müssen nur ein bisschen dran anstoßen und dann öffnet sich sofort das Feld oder die Wunderblume-System, nicht? Ja, absolut. Also wir haben jetzt hier drei Themen ein bisschen angesprochen. Ja, kann man nicht es, ganz. Es geht mir einfach darum zu sagen, wie vielfältig das systemische Hintergrund für die Sprache ist und wie einfach, in meiner Wahrnehmung, ist es einfach das Einfachste, eine Aufstellung zu machen, um die Dynamiken zu sehen. Ja. Weil wenn ich drüber nachdenke, dann kann ich ganz viele Dynamiken nicht erkennen, weil die im Unbewussten sind. Das ist das, was wir in der Kommunikation dann die Prägung nennen und das innere Team. Mhm. Und das ist ja ganz, ganz häufig bei diesen 92% Unbewusstes. Da hat man schon viel gearbeitet, wenn die bewusster sind. Mhm. Oder viel Bewusstseinsschulung gemacht, wenn die bewusster sind. Und auch dann, ich staune manchmal,
Gell, wir machen ja häufig Aufstellungen miteinander. Und ja, dann mache ich etwas mit der Arbeit oder sonst etwas, was mich interessiert. Und was passiert? Mein System, wo ich herkomme, steht immer noch da. Nicht jedes Mal, aber immer wieder mal so zwischendurch. Ja. In Situationen, in denen ich nicht gedacht hätte, dass jetzt das damit etwas zu tun hat. Obwohl es mir ja bewusst ist und dennoch. Ja. Und deshalb ist es mir so wichtig, dich vorzustellen, Manuela, weil ich diese Arbeit ja so wertvoll finde. Ja, das freut mich. Ich möchte gerne, dass du mal zeigst, wie du das machst. Kannst du mal erklären zuerst, wie du das machst und dann stellen wir den Bildschirm um. Ja, danke, dass das auch möglich ist, dass ich das hier zeigen kann, weil das ist ja immer so sehr, sehr abstrakt, darüber zu sprechen. Ja. Und was auf jeden Fall wichtig ist, ist immer derjenige, der da ist. Es ist nie gleich, eine Aufstellung ist nie gleich, es ist auch nie ein Muster. Also manche denken auch, ja, ich muss jetzt irgendwie mich richtig hinstellen. Das ist nicht so, dass es ein Muster gibt, wie etwas richtig oder falsch ist. Und es ist auch, ich habe wirklich viele tausend Aufstellungen schon gemacht und es ist nicht eine gleich. Und es ist auch immer so, ich würde mal sagen, mir kam gerade das Bild, als würden die Themen, die das System mit sich bringt, so nachwachsen. So ein bisschen wie die Haare, die man auch immer mal wieder in Ordnung kriegt. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Vergleich. Ja. Und dann ist es gut, mal wieder genauer zu schauen, wo haben sich da irgendwelche Strubbeln gebildet. Die kann man genau, muss ich wieder mal zum Friseur. Genau. Und so ähnlich kann man das sehen, wenn man an so Dinge stößt, wo es einfach nicht weitergeht, merkt immer das Gleiche, sich immer wieder ärgert über weiß ich nicht was oder immer wieder hadert mit Themen und so, dann lohnt es sich tatsächlich mal zu schauen, sitzt mein System noch, muss ich was anschauen oder vielleicht auch bewegen. Denn das ist ja das, was wir im nächsten Schritt uns anschauen, wie das dann aussieht und was ich damit dann tue. Also das eine ist ja darüber zu sprechen, dass, wie du auch gerade schon beschrieben hast, ich kann es nicht, ich kann eine Aufstellung nicht denken und nicht besprechen oder so. Das ist bei mir im Coaching ganz oft so, dass ich vorher, natürlich spreche ich erstmal mit den Menschen, mache auch nicht immer mit jedem sofort eine Aufstellung, sondern wir sprechen. Es geht um ganz normale therapeutische oder beraterische Gespräche. Aber der Moment, wo ich das dann aufstelle, das ist, da wird so klar, das Gespräch hätten wir uns eigentlich sparen können. Das ist der Punkt. Genau. Dieses drüber sprechen ist gar nicht sinnvoll. Man kann es einfach, das macht man nur, um sein Hirn zu beruhigen und den Verstand irgendwie noch ein bisschen zu füttern, genau. Ja, um in den Austausch zu kommen. Und manchmal ist es natürlich auch wichtig, die Bilder, die man gesehen hat, im Nachhinein nochmal auch im Gespräch zu verorten, zu sortieren. Aber das ist erst danach, also erstmal lasse die Menschen mit dem Bild erstmal gehen und dann melden sie sich aber gerne nochmal so nach ein, zwei Wochen oder manchmal ein paar Monate sogar und sagen, oh, das hat so geholfen, es hat sowas deutlich gemacht, aber jetzt würde ich gerne noch auf das vielleicht darunterliegende oder auf etwas anderes schauen. Genau. Ja, genau. Und manchmal auch noch du was. Mal dein Brett zeigen oder wie du das dann machst. Also ich wäre jetzt deine Klientin. Und wir beschließen, jetzt beginnen wir die Ausstellung. Ja. Und dann geht's los. Genau. Also dann hätten wir ja ein Thema. Wir würden ja sagen, okay, du möchtest dir, ich weiß es nicht, irgendwas anschauen. Ich schalte mal dann um. Dann stelle ich die Kamera auch um auf eine andere. Man sieht mich dann nicht mehr, aber ich sehe dich weiterhin. Also das ist für mich eben auch wichtig, damit ich sehen kann, was passiert bei dir sozusagen. Aber du siehst mich nicht, aber ich bin hier. Ja, und das, was ich auch wichtig finde, ist, dass ich mich, wenn ich, das wird ja aufgenommen jedes Mal, dass ich mich, wenn ich es nochmal anschaue, dann sehe ich mich auch. Also das heißt, ich sehe meine Reaktion. Genau, genau. Und ich sehe mein Nachdenken oder mein, wie ich mich da verbinde mit diesem Brett, das ja scheinbar, das kann ich ja von so weit her gar nicht so recht merken, wie man das jetzt aufstellen sollte. Genau, es gibt auch kein wie soll ich, sondern es gibt eben dann einen Moment, in dem wir das, was jetzt da ist, mit dem vielleicht auch vorher besprochenen in Erscheinung bringen sozusagen. Also du sagst mir dann, ich würde meistens ja mit dir anfangen,
du sagst mir dann, welche Figur würde für dich passen. Und viele fangen da schon an, ach, ich weiß es gar nicht, was mache ich denn? Und dann sage ich einfach, lass mal so deinen Blick da hinschweifen, du kannst nichts falsch machen. Wähl einfach so, wo der erste Impuls ist. Also ich würde dann sagen, für heute Morgen ist der erste Impuls dieser weiße viereckige von mir aus von rechts. Nein, der kleinere. Der kleinere, okay, der. Ja? Ja, der. Genau. Der, ja, genau. Noch ein bisschen mehr nach links. Ja, ist genau. Ein bisschen weniger als das, was du gemacht hast. Okay, so. Immer, ja, super, genau. Gut. Okay, und dann wäre das so, dass das wärst dann du. Und dann würde ich dich bitten, einfach mal als allererstes so auf dich wirken zu lassen. Da steht die Renata. Was ist so dein erster Impuls? Steht die sicher? Was fällt dir vielleicht auf? Fällt dir irgendwas auf? Was ist so ein Gedanke, der da kommt? Also der Gedanke, wenn ich mich jetzt da... Wir haben ja nicht mal ein Thema, nicht? Nee, wir haben gar kein Thema. Der Gedanke, der da kommt, ist... Also ich stehe gut, ist okay, ich schaue in die Welt, das kommt als erstes. Und man sieht das ja an diesen Spalten, die auf dem Klötzchen sind, in welche Richtung ich da schaue. Genau. Und da schaue ich in die Welt und gleichzeitig möchte ich gerne noch ein bisschen Gemeinschaft haben. Ich fühle mich da ein bisschen alleine. Okay, genau. Und dann, je nachdem, noch was so das Anliegen war, meinetwegen, ich weiß nicht, ob wir von dir weggehen einfach und sagen, es könnte um eine Partnerschaft gehen. Genau. Dann würde ich denken, okay, nimm mal jemanden für deinen Partner oder wähl mal eine Figur für deinen Partner aus. Und dann, ich gehe jetzt einfach mal, damit wir jetzt nicht rein. Ich meine einfach rein, genau. Nehme ich jetzt einfach mal jemanden als deinen Partner, sagen wir mal so, und dann stellt ihr euch zum Beispiel so hin, zum Beispiel. Und dann käme man ja schon einen Schritt weiter, so mit deinem, was du vorher gesagt hast, ist ja schon mal in die Welt und jetzt ist da schon mal jemand, der so halb davor steht. Das war jetzt mein erster Impuls, nicht? Also da steht der mir ja im Wege, nicht? Zum Beispiel, genau. Und dann natürlich, was bei dir passiert ist, du resonierst dann natürlich mit dem inneren Bild, was du hast. Aber was du immer hast, in jeder Kommunikation, das würde dir jetzt schon mal als Signal geben, aha, ich habe eigentlich innerlich das Gefühl, das steht mir im Weg. Das ist ja schwierig. Genau. Und dann sag noch was zur Kommunikation, ist das okay? Ja. Und selbstverständlich, wenn das die Dynamik im Hintergrund ist, die ich ja nicht erkenne. Nee, genau. Weil ich gehe ja nicht als erstes davon aus, dass mir jemand im Weg steht. Nein. Gar nicht mein Partner. Das kann man sich auch so nicht eingestehen normalerweise. Genau. Wenn wir das sehen, dann resoniert es sofort. Und dann spüre ich auch bei dem anderen, aha, das stimmt. Das haben wir uns nicht ausgedacht jetzt. Ganz genau. Und dann ist die Frage, dann kann ich reflektieren, ja, wie spreche ich denn aus dieser Zurückhaltung raus, weil ich das annehme und es mir vielleicht nicht eingestehe, ja. Da spreche ich ja anders, ja. Als wenn ich da bin und weiß, okay, wir haben da eine Dynamik, die ist für mich zumindest, aber vielleicht auch für uns beide nicht besonders günstig. Und dann können wir es ja ansprechen, oder? Dann können wir mit den 4 Schritten der gewaltfreien Kommunikation das wieder ansprechen und lösen. Wenn ich es aber nicht weiß, richtig. Und deshalb sind diese Aufstellungen für mich so hilfreich. Wenn ich es nicht weiß, kann ich es auch nicht ansprechen. Genau. Und das ist das, es ist ein Teil von mir weiß es irgendwie. Das innere Bild ist ja so. Das haben wir ja nicht so dann ausgedacht, sondern es ist eigentlich so ein, okay, wo fühlt sich das richtig an? Und der andere resoniert sofort und sagt, ja, da kann es stehen bleiben. Und dann schauen wir gemeinsam. Und ich interpretiere gar nicht, sondern ich lasse den anderen sagen, was siehst du? Und meistens kommt dann, ja, der steht mir ja im Weg. So, genau. Bei diesem Bild. Erstmal steht er ja auch da. So. Ja, genau. Also wo ist da... Genau. Und dann kommt einmal auch, ja, und was ist so dein Impuls? Was würdest du am liebsten machen, ist dann so die nächste Frage. Oder ich frage danach, kennst du das aus anderen Dynamiken? Und oft kommt dann auch so eine, aha, okay, das ist ein Muster, das kenne ich vielleicht ja auch
von meinen Geschwistern, von, weiß ich nicht, fällt mir jetzt so erstmal auch nicht ein, was das sein könnte, oder ich habe das schon, habe schon immer das Gefühl gehabt, dass andere mir im Weg stehen. Also dann kann man gucken, wann ist immer und geht mit dem. Aber wenn wir bei dem Bild bleiben, dann ist oft so ein, ja, am liebsten würde ich den jetzt wegschubsen, dann kommt vielleicht auch so ein Wutimpuls. Und wir würden dann weiter gucken, was würde, also meistens ist es irgendein anderes Thema noch. Also dann nehmen wir entweder die Wut dazu, das wäre so das Emotionale. Das finde ich jetzt ganz toll, weil die Leute fragen mich ja immer, kann man denn auch die Wut, die Trauer, das Gewicht, das Geld, alles Mögliche, die Krankheit, kann man das aufstellen? Ja, genau. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, jetzt nehmen wir die Wut dazu, so, bums, steht jetzt erstmal da. Oder vielleicht steht sie sogar hier im Genick. Dann ist es so ein Impuls, oh, die gehört ja gar nicht zu mir zum Beispiel, kann auch sein. Das klebt hier so. Dann könnte man, das wäre so ein Hinweis zu gucken, Mensch, wo könnte die hingehören? Dann fällt ja vielleicht ein, ja, mein Vater war auch wütend. Der hat mich wirklich immer geschlagen, weiß ich nicht. Das wäre so das Extremste. Ja, das ist was ganz Häufiges. Das zum Beispiel. Und dann würde ich sagen, okay, dann schau doch mal, was ist denn, wenn dein Vater dazu kommt? Zum Beispiel. Ja. Und plötzlich sagt sie, oh Gott, dann dort, genau. Jetzt gucke ich einfach mal hier. Und vielleicht merkt sie auch, ja, ach, die Wut gehört eigentlich dahin. Zum Beispiel. Und auf einmal kann sie ihn ganz anders sehen. Genau. Das ist jetzt in, sagen wir mal, fast forward, schnell vor. Genau, das ist ein Schnelldurchlauf, gell? Absolut. Das braucht alles Zeit. Das ist ja auch, hat ja auch nichts mit dir zu tun und mit deinem System, sondern es ist jetzt ja wirklich so ein Bam, 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 könnte so sein, könnte so sein. Wenn wir tiefer eintauchen würden und alles langsamer machen, dann spürt man das nochmal sehr viel deutlicher. Aber ungefähr so im Ablauf kann es sein. Plötzlich hat zumindest der Partner eine andere Chance, gesehen zu werden. Das ist ja auch so interessant, nicht? Dass wir diese Bilder dann verändern. Mhm. Und das, was ich immer wieder erlebe, ist, dass jede Person, auch der Vater hier mit der Wut, seinen Platz und seine Würdigung hat am Schluss. Genau, das ist ja auch oft dann so, der hat vielleicht Kriegserfahrungen, der hat vielleicht selber seine Eltern erlebt als gewalttätig oder als wütend, was auch immer. Also wo kommt die vielleicht schon her, die Wut? Und da aber auch nicht abwertend und sagen, irgendwo kommt es her im Sinne von, da ist jemand, das ist der Urgroßvater, der ist schuld. Darum geht es gar nicht, aber es geht ein Stück weit natürlich darum, sich von den Prägungen zu lösen und zu sagen, aha, ich habe eigentlich, für mich gab es diese Wut in der Form gehört, ich hatte eigentlich gar keinen Grund, wütend zu sein, sondern ich habe es übernommen, weil mein Vater nicht wütend sein konnte. Das kann zum Beispiel auch sein. Das sind dann diese versteckten Dynamiken ganz. Genau. Das ist noch mal eine Ebene tiefer. Und wo es sogar sein kann, dass der Vater gar nicht wütend war, sondern ganz besonders sanft, aber darunter so eine Wut brodelte, die das Kind dann aufgegriffen hat und gesagt hat, dann mache ich es für dich. Und dann verschiebt, das ist dann diese doppelte Verschiebung, dann ist sie eigentlich gar nicht wütend, sondern er ist wütend, aber sie tut es für ihn. Und sie ist aber, weil sie das Kind ist, nicht wütend auf den Papa, weil das traut sich das Kind nicht, sondern sie verschiebt es und ist wütend auf den Partner. Und das kann natürlich zu wunderschönen Streit- und Paargesprächen führen, die nicht wirklich mehr lösen. Ja, dann explodiert alles und keiner weiß, was hier passiert. Genau, genau. Also das sind ja diese Streitgespräche, die triefen vor Vorwürfen. Ja, ja. Und zwar egal welche, man ist dann einfach, keiner ist in Ordnung, alle haben recht, keiner ist in Ordnung, so. Ja, ja. Und es geht nicht vorwärts. Ja, genau. Und da, natürlich ist das nützlich, wenn wir die 4 Schritte gebrauchen der gewaltfreien Kommunikation. Das ist total nützlich, um zu merken, da stehen wir völlig an. Wir haben keine Ahnung, worum es geht. Ja. Und ich habe ja
deshalb habe ich diese ganzen Systemausbildungen gemacht, weil ich selbst als junge Unterrichtende von gewaltfreier Kommunikation nach etwa 5 Jahren gemerkt habe, irgendwann steht es an. Und das System ist stärker als die Kommunikation. Genau. Da ist es dann wirklich so, wenn wir dieses Bild nicht mit einbeziehen, dann kann ich wirklich alle Methoden vergessen, die sich da so drüber setzen. Aber nach diesem Bild und nach dieser Lösung, sodass ich innerlich anders dastehe, einfach eine andere Haltung habe, kann ich hier dann durchaus die 4 Schritte der Kommunikation anwenden und plötzlich funktioniert es und es gelingt, dass wieder Verbindung hergestellt werden kann. Genau, und das ist uns jetzt gut geglückt, diese, finde ich, diese Verbindung herzustellen zwischen System und Kommunikation, nicht? Mhm. Weil manchmal ist es nicht besonders einsichtig, weil es eben so unbewusst ist in der Dynamik, können es Menschen nicht so gut verstehen, weshalb das System so wichtig ist. Ja. Und selbstverständlich ist dieses System, wo wir herkommen, das ist das, was uns prägt. Aber auch die Systeme, in denen wir jetzt leben, sind natürlich wichtig. Absolut. Also das ist ja das eine, diese Prägung, da würden ja auch viele noch mitgehen. Ja, ich erkenne schon, ich erwische mich doch, dass ich dann mal so bin wie meine Mutter oder nie sein wollte wie mein Vater, aber irgendwie merke ich doch, ich bin ihm ähnlich. Und oder sie haben vielleicht auch Schwierigkeiten, dann, wenn sie selber Eltern werden, dass die Eltern sich dann als Großeltern zu sehr einmischen und das ist da dann, also viele gehen da noch mit, dass sie sagen, ja, okay. Aber anders ist es natürlich, wenn wir sagen, wir sind auch jetzt in Systeme eingebunden, das Berufliche ist ein System, ich kann auch eine Firma aufstellen, ich kann auch quasi den Gründer der Firma aufstellen, in der ich arbeite, um zu gucken, wie viel Respekt ist da, also das auch als System zu erleben oder auch die Beziehung zu mir selbst ist auch eine Form des Systems. Ja. Anteile, die mag ich, es gibt Anteile, die mag ich nicht, sei es zum Beispiel, was du vorhin meintest, kann ich denn den Anteil von meinem Körper, den ich vielleicht nicht mag, auch aufstellen? Ja, kann ich auch. Ich kann auch Anteile, die ich besonders mag, als Ressource und das andere so als Hindernis mal aufstellen und gucken, wie stehe ich eigentlich zu mir selbst. Also das wäre dann inneres Team, nicht? Genau, das ist sowas, aber eben, ja genau, man kann es als inneres Team wahrnehmen, aber man kann es eben als innere Anteile oder diese Teilearbeit, wie sie im Systemischen eben auch gibt, genau. Herzlichen Dank, Manuela. Ja, dann schalte ich mal wieder um zu mir. Gut. Genau, super. Das wäre dann aufgezeichnet. Mhm. Genau. Und dann wird es einen Abschluss finden und ich als Klientin könnte das dann anschauen zu Hause. Ich würde das kriegen von dir oder würde ich es selbst aufnehmen oder wie funktioniert das? Nee, du bekommst dann von mir einen Link und dann hast du das zum Herunterladen und kannst es dann am Computer. Ich habe jetzt auch einen Menschen in einem längeren Coaching-Prozess, der hat dann aus allen Videos ein Highlight zusammengeschnitten. Wow. Wirklich sehr intensiv damit beschäftigt. Ja. Und meint, das ist ihm wirklich so wertvoll, auch im Nachhinein noch. Also man nimmt, es ist so ein bisschen Coaching to go, habe ich dann gesagt. Er hat es immer da. Auch spannend, was derjenige dann damit macht. Ja, was man damit machen kann dann. Genau, manchmal schauen sich Paare das dann zusammen an, das finde ich auch sehr schön. Also wenn einer alleine kommt, dass er dann den Mut findet und sagt, ich möchte es dir gerne zeigen. Und dann kann der Partner gemeinsam das nochmal anschauen. Das finde ich total wertvoll. Das machen wir manchmal auch, mein Mann und ich, dass wir solche Sachen, die wir einzeln machen, einander dann zeigen, weil das bei uns sehr offen ist. Und das ist einfach sehr bereichernd. Genau. Und man muss ja da nichts dazu sagen. Ich muss nichts dazu sagen, das ist das, außer ich werde gefragt, finde ich ganz wichtig, ja. Dass ich nicht dann da meine Meinung drüber lege, sondern dass ich einfach da bin und das in Empfang nehme und das Vertrauen würdige, dass ich hier bekomme, dass ich das auch sehen darf, weil das sind ja tiefe innere Prozesse. Genau. Und das ist eben dieses, was du gerade so schön sagst,
erklären, wie es war. Was ich da gesehen habe, ist was ganz anderes, als dass der andere einfach ohne Kommentar das sich anschauen kann und dabei war, sozusagen. Genau, und wenn ich sage da noch was dazu, wenn ich als Partnerin dann fragen möchte, dann frage ich zuerst, ob ich was fragen darf. Das finde ich total wichtig, dass ich nicht einfach hier reingehe und dann, ja, das ist ein Bereich, der ist eigentlich nicht meiner, da darf ich einfach reinschauen, nicht? Dass dieser Respekt gewahrt wird. Das ist natürlich ganz wichtig, das meinte ich mit diesem, dazu gehört ganz viel Vertrauen zueinander und das ist wirklich sowas, was ja in der Paarbeziehung immer wieder Thema ist, wie viel zeige ich von mir, wie viel traue ich mich zu zeigen. Und das ist dann auch ein sehr, sehr intimer Moment, wenn ich eine Sitzung dem anderen zeige, ja. Ja, und auch nach vielen Jahren noch. Es ist immer wieder dieses Öffnen, immer wieder. Ja, ja, ja. Immer wieder zeigen und in Empfang nehmen, das finde ich schon auch. Und da hat es dann wieder mit Kommunikation zu tun, nicht? Also ja, absolut. So hin und her, nicht? Ja, genau. Manuela, ich danke dir total. Und euch da draußen, ich möchte sie euch wirklich empfehlen. Ja, ich danke dir, Renata. Ich empfehle dich selbstverständlich. Wenn ihr das alles gut habt. Es ist mir einfach so wichtig, dass ihr wisst, da ist jemand und ihr habt selbstverständlich den Link hier unten zu ihrer Webseite. Und es ist mir einfach so wichtig, dass wenn ihr da ansteht in der Kommunikation, dass ihr schauen könnt, okay, ist da irgendwas Systemisches, was ich nicht weiß, eine Dynamik, die ich nicht verstanden habe. Und dann traut euch, das zu machen. Es ist immer toll. Ja, das kann ich auch so sagen. Das finde ich so wichtig. Mhm. Oder die Leute denken dann ganz häufig, oh, das ist falsch oder richtig, was ich gemacht habe. Nein, es gibt nur Dynamik, es gibt nur Liebe da drin. Ja, das ist auch wirklich schön, dass du das nochmal sagst, weil das System tatsächlich immer Richtung Lösung sich bewegt. Ja, und zwar immer. Immer. Egal wie schlimm es war oder egal wie schrecklich. Ja. Wenn das System die Erlaubnis hat, geht es immer in Richtung Verbindung und in Richtung Lösung. Absolut. Und deshalb, wenn du da hingehst, wird das System sich in Richtung Lösung bewegen. Genau. Da kannst du dich drauf verlassen. Ja. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr seid herzlich willkommen. Ja. Ich danke dir, Manuela, für diesen Einblick und für diese Verbindung. Das war mir jetzt ganz wichtig, dass diese Verbindung so klar wurde zwischen Kommunikation und System. Ja, ich danke dir auch. Danke dir. Ja. Tschüss und tschüss da draußen. Tschüss. Tschüss.